Hallo, hier ist die Petra von Stempel dich bunt und wir sehen uns zur nächsten Folge im Super Samstag Video Hop und wir haben uns für den Mai das Thema Aquarelltechniken vorgenommen. Ja, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass das Thema ansteht, als ich das in meinem Jahr der Techniken, ich glaube, für den April ausgesucht habe. Von daher habe ich mir jetzt auch heute nochmal eine andere Aquarelltechnik ausgesucht, damit ich das nicht zu sehr wiederhole. Und ich bin total glücklich, wie die Karte geworden ist. Die gefällt mir richtig gut. Ich habe hier die Blätter aquarelliert. Ja, und wenn du wissen möchtest, wie ich die Karte gemacht habe, dann zeige ich dir das jetzt. Viel Spaß dabei! Du brauchst für die Karte natürlich Aquarellpapier. Ich habe mir hier jetzt schon Blätter ausgestanzt und zwar mit der Stanze Tropisches Blatt. Damit gestalte ich die Karte passend zu dem Stempelset Tropisches Blatt. Und jetzt fange ich auch als erstes mit den Blättern an, damit die dann noch trocknen können, bis ich mit dem Rest fertig bin. Ich habe mir hier Stempelkissen in verschiedenen Grüntönen bereitgelegt. Das ist einmal Limette, einmal grüner Apfel und einmal die neue Incolor Glücksgrün. Und da tippe ich jetzt einfach auf meinen Stempelblock. Ich habe mir hier den ganz großen Hintergrundstempelblock rausgesucht und da gucke ich, ja, dass ich überall auf den Block so ein bisschen Farbe verteile, so dass es sich auch gerne so ein kleines bisschen überlappt. Ich fange dabei mit der hellsten Farbe an. Das empfiehlt sich natürlich, damit man nicht mit dem hellen Stempelkissen in die dunkle Farbe geht. So, jetzt hole ich mir nochmal ein Papier, was ich drunter legen kann, falls da jetzt gleich was runtertropft, damit ich mir nicht direkt meine Unterlage versaue. Jetzt habe ich den Stampin' Spritzer mit Wasser drin und da sprühe ich jetzt einfach ein bisschen Wasser auf den Block, bis die Farbe anfängt ein bisschen zu verlaufen. So, jetzt habe ich da die Farbe schön verteilt und jetzt nehme ich meine ausgestanzten Blätter und lege die einfach darauf. Dabei versuche ich, in mehrere unterschiedliche Farben zu tippen und die Blätter lege ich dann einfach zur Seite, dass die trocknen können. Wenn jetzt irgendein Blatt wie hier an den Rändern noch freie Flächen hat, dann gehe ich da einfach nochmal mit rein, tippe da nochmal rein. Das kann ich auch machen, wenn mir die Farbe bei einem Blatt nicht gefällt, kann ich natürlich auch noch eine andere Farbe zusätzlich aufbringen. Und wie meistens bei so Aquarelltechniken sind die Finger schneller farbig, als man gucken kann. Jetzt habe ich meine 8 Blätter eingefärbt. Als erstes mache ich den Stempelblock mal wieder sauber. Das mache ich unter fließendem Wasser, spüle ich das jetzt einfach weg. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich hier die gröbste Unordnung einmal beseitigt habe. So, während ich die Blätter jetzt hier vor sich hin trocknen lasse, bereite ich schon mal den Rest der Karte vor. Da habe ich mir einmal als Aufleger ein Stück Farbkarton in Savanne zurechtgeschnitten. Der hat das Maß von 9 x 13,35 cm, ist also 1,5 cm kleiner als die Grundkarte. Und dann nehme ich hier die Prägeform mit den, ja, mit den Baumrillen, ich weiß gerade gar nicht, wie sie heißt. Und die färbe ich jetzt auch ein auf der Seite natürlich, wo die Rillen nach oben stehen. Da habe ich mir das Stempelkissen in Pekanuss genommen. Da tippe ich jetzt einfach mal überall so drauf. Und ich habe auch noch das Stempelkissen in Espresso. Und da gehe ich jetzt nur mit so einer Ecke. Ja, an so ein paar Stellen versuche ich nochmal so ein bisschen dunklere Farbe mit ins Spiel zu bringen. Mal gucken, ob mir das gelingt, wie das hinterher aussieht. Ob man die zwei Farben dann auch erkennt. Ich mache das hier vor allen Dingen im mittleren Bereich. Das heißt, ich muss jetzt mein Papier auch in den mittleren Bereich legen.
So, jetzt habe ich mir das Sandwich hier schon zum Prägen vorbereitet. Lege jetzt meinen Farbkarton einmal in den Prägefolder ein und kurbel das Ganze dann einmal durch die Stanzmaschine. So sieht das jetzt aus und ja, ich finde, das ist super gut rausgekommen und ich finde auch, dass man die beiden Farben ganz gut erkennen kann. Also das gibt nochmal einen schönen Effekt. So, jetzt mache ich natürlich den Prägefolder als erstes auch wieder sauber. So, die Blätter sind jetzt mittlerweile getrocknet und ich finde, die sind total schön rausgekommen. Das gefällt mir super gut, die unterschiedlichen Grüntöne, die die Blätter haben. Und ich habe jetzt hier auf die ersten 7 schon noch diese Blattadern gestempelt. Das mache ich jetzt bei dem letzten auch noch. Das habe ich in Tannengrün gestempelt. Ja, und einfach eben auf das Blatt drauf, damit das noch so ein bisschen Struktur bekommt. Außerdem fehlt dann noch der Spruch. Da habe ich mich für "Ich danke dir" entschieden. Den stempel ich hier auf ein Stück Farbkarton in Grundweiß. Das mache ich in Pekanuss. Und da orientiere ich mich an der unteren Kante des Farbkartons. Dann habe ich nämlich schon eine gerade Kante, an der ich mich beim Schneiden orientieren kann. Und jetzt gucke ich, dass ich an der Oberkante ungefähr den gleichen Abstand zur Schnittkante habe wie unten. Dass ich jetzt gefalzt habe, das war aber ein Versehen. Das habe ich nicht extra gemacht. Obwohl das tatsächlich gar nicht so unpraktisch ist. Dann sieht man nämlich, wo man schneiden wird. Und jetzt schneide ich einfach das Etikett an beiden Seiten schräg. Da nehme ich jetzt meinen Abschnitt von der einen Seite als Muster für die andere Seite. Dann habe ich auf beiden Seiten den gleichen Winkel. Ah, jetzt habe ich hier aber ein bisschen anderen Abstand. Schneide ich hier auch noch mal ein bisschen ab. So fängt das an, ne? Und dann irgendwann ist es zu kurz. Und jetzt kann ich dann anfangen, die Karte zusammenzusetzen. Dafür klebe ich als erstes den Aufleger auf die Mattung. So, ich mache dann auch noch einen Leinenfaden drum. Und zwar mache ich das so im unteren Drittel. Da wickle ich den Faden zweimal rum und mache dann eine Schleife. Als nächstes klebe ich dann den Aufleger auf die Grundkarte. Das mache ich auch mit Tombow. Und dann fange ich an, die Blätter aufzukleben. Ich lasse die Blätter dabei von außen nach innen gucken und ich klebe die auch so ein kleines bisschen überlappend, zumindest zum Teil. Und wenn ich die erste Lage Blätter geklebt habe, dann klebe ich die nachfolgenden Blätter mit Dimensionals darüber. Wenn ich die Blätter alle aufgeklebt habe, dann schneide ich die überstehenden Teile ab. Das mache ich einfach mit der Schere. Und als letztes kommt dann der Spruch auch noch auf die Karte. Den klebe ich auch auf der einen Seite mit Dimensionals und auf der anderen Seite mit Tombow, weil der hier halb auf diesem Blatt liegt. Den klebe ich hier über meinen Leinenfaden. Ich könnte ihn auch drunter kleben. Da kannst du natürlich gucken, wie das dann am besten passt von der Aufteilung. So, und als letztes klebe ich als Akzente noch ein paar von diesen Akzenten mit Swirl aus der Kaffeereihe auf. Da nehme ich jetzt die ganz hellen, damit die sich auch ein kleines bisschen von dem Baum abheben. Und damit ist meine Idee für den Super Samstag Video Hop fertig. Ja, eine Karte mit Blättern in der Aquarelltechnik. Ich finde, die ist ganz schön rausgekommen. Die gefällt mir richtig gut. Die Blätter finde ich, ja, gefallen mir super gut. Bin da sehr zufrieden mit. Ich hoffe, dir gefällt die Anregung. Vielleicht hast du Lust, auch mal so eine Karte zu basteln. Dann wünsche ich dir ganz viel Freude damit und freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Tschüss. Thank you.